Blöde war ja, die nannten das ja den antifaschistischen Schutzwall, als ob sie Angst hatten, dass einer vom Westen nach dem Osten kommen könnte. Und dabei war das nur, dass die eigenen Leute nicht in den Westen gingen. Ne? Also der Mauerbau, der war ja am 13. August 1961 und da war ich genau 30 Jahre alt. Und was ich an dem Tag gemacht habe, ich weiß, es war ja ein Sonntag. Sonntagmorgen hörte ich dann in den Nachrichten, dass da die abgetrennt haben. Die haben ja nicht gleich die Mauer gebaut, sondern erst mal Pfähle gerammt und Stacheldraht gemacht. Und die Mauer wurde ja gepflegt in mehreren Jahren immer massiver. An dem Tag war ich 9 Jahre alt und es war ein Sonntag, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es war ein Sonntag, die Sonne schien, ein schöner Tag. Und ich kam gerade aus dem Garten in das elterliche Wohnzimmer und da lief der Fernseher. Und das ist ja so zur Vormittag-Mittagszeit und das wunderte mich doch sehr. Und dann saßen meine Eltern vor unserem schönen schwarz-weiß, grundig Zauberspiegel und sahen also den Mauerbau in Berlin und waren also völlig entsetzt. Ich konnte damit also in dem Alter nicht so ganz viel anfangen, aber es war dann doch so eindrucksvoll, dass ich es nicht vergessen habe. Und damals war es ja mit den Medien noch nicht so ausgebreitet wie heute, also hat man das eigentlich mehr über den Lehrer erfahren. 1961 wurde gebaut, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ja, bin geboren am 1977, aber gut zu wissen, ne? Jetzt wisst ihr das. Also ich war 19 Jahre alt und war zu diesem Zeitpunkt, wie die Mauer gebaut wurde, in Ostberlin. Und habe dort mein Leben gelebt, bei den Eltern noch zu Hause. Und habe mich darüber sehr geärgert, weil ich einen Tag vorher noch in Westberlin war, im Kino. Da waren ja die Grenzen noch alle offen. Und dann habe ich die Überraschung erlebt, bin nach Westberlin bzw. zur Grenze gefahren, wo man ja nicht mehr rangekommen ist. Es wurde ja schon alles vorher abgesperrt und habe dann dies gesehen, wie sie erst diesen Stacheldraht ausgerollt haben an dieser Grenze und dann war das also unmöglich darüber zu hopsen, weil alle, ich sage mal, halben Meter oder anderthalb Meter Fokus standen. Da ist man nicht mehr rübergekommen. Und da sind irgendwann Leute vorbeigekommen und haben uns darüber informiert, dass da angefangen wurde am Brandenburger Tor. Wir waren in der Nähe vom Brandenburger Tor und da haben die uns Bescheid gesagt, dass da sich etwas tut. Als die Mauer gebaut wurde, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Ich war gut 4 Jahre alt. Und natürlich war eine Unruhe zu bemerken bei den Eltern und so, aber ich habe überhaupt gar keine direkte Erinnerung daran. Also ich war 9 Jahre alt. Wo ich gewesen bin, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es ein Sonntag war. Das habe ich noch in Erinnerung. Und als 9-Jähriger nimmt man das natürlich nicht so bewusst wahr, sondern das waren mehr so Stimmungen, die man mitbekam, dass die Leute sehr aufgeregt waren und ständig das Radio und auch der Fernseher liefen. Aber als die Mauer stand, bin ich eigentlich überhaupt gar nicht in der DDR gewesen. Es waren ja zwei politische Gegensätze, einmal westlich und einmal östlich angehaucht. Und das war nicht so mein Ding. Als Schüler 1968 erinnere ich mich daran, dass ich in Berlin war im August 1968, also gut 7 Jahre nach dem Mauerbau. Und da waren gerade an dem Tag die Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei einmarschiert und dann donnerten abends die sowjetischen Yachtflugzeuge über Berlin hinweg und das fanden wir sehr beklemmend. Und was ich persönlich in meinem Beruf dann weiter erlebt habe, ist, ich bin Paketzusteller gewesen, dass dann unheimlich viele Christstollen, Dresdner Stollen, und meistens sind das selbstgebackene gewesen, die wir dann hier in Westdeutschland, sagen wir mal so rum, zugestellt haben. Das war dann immer zu Weihnachten dann immer so ein kleines Dankeschön, wenn die Familien was nach denen rübergeschickt hat. Und da ist manchmal so viel gewesen zum Schluss, dass sogar die Kunden gesagt haben, oh Gott, 6, 7 Stollen auf einmal, wie soll man die schaffen?
hat man selber welche abgreifen können und so. Das gelang den Schülern nicht, das umgetauschte Geld auszugeben, weil in Ost-Berlin alles so billig war. Dann haben sie sich zu 5 Mann zusammengetan, haben sich eine Taxe genommen und sind den ganzen Tag durch Ost-Berlin gefahren mit der Taxe. Nun dachte ich, groß geworden in Berlin und immer mit der Mauer, dass irgendwie alle, die außerhalb Berlins wohnen, einen anderen Dialekt sprechen als Berlin. Weil an den Grenzkontrollen waren nur Sachsen eingesetzt. Also die, die am weitesten weg von zu Hause waren. Und die sechselten alle. Da gibt es ja den Witz, so nu Gänsefleisch machen Kofferraum aufmachen. Ne? Also sagen Sie mal einen Satz mit Gänsefleisch. Gänsefleisch machen Kofferraum aufmachen. Und dann gibt es ja noch mehr Sprüche. Die haben tatsächlich alle so geredet. Und die DDR-Grenzer kannten sich unheimlich gut mit den deutschen Automobilen aus. Das heißt, die wussten genau, bei welchem Auto wo irgendwo Hohlräume waren. Und können sie noch mal den Sitz hochheben? Und naja, also welche Sachen. Das war immer sehr unangenehm. Unsere deutschen Kollegen waren für mich einfach unberechenbar an der Grenze. Die Angst ist immer etwas mitgefallen. Also einmal wurden wir beispielsweise ganz schwer durchsucht. Ich hatte auch gerade den Führerschein. Und mein VW Polo, der wurde auseinandergenommen ohne Ende. Und das war eine recht unangenehme Situation, muss ich sagen. Und es war für mich auch mal sehr befremdlich, dass man zu diesen Menschen dort, ja, man konnte überhaupt keinen Kontakt aufnehmen. Und das war alles recht befremdlich, muss ich sagen. Wir hatten ja in Berlin eine Straße, die Bernauer Straße. Das wird euch ja bestimmt auch bekannt sein oder ist bekannt. Dass da Leute aus dem Fenster gesprungen sind noch, weil sie dann anfingen, die Fenster zuzumauern. Dann bin ich nachher alleine abgehauen und habe versucht und bin in dieser berühmten Bernauer Straße aus einem dreistöckigen Haus runtergehopst. Weil auf der anderen Seite von der Straße, da war West-Berlin und da haben die Verwandten gewohnt. Wenn man aus einem dreistöckigen Haus runterhopst und auf diesen Bürgersteig fällt, dann ist ja ganz klar, dass man sich ganz schön was zu Leibe getan hat. Das heißt, überwiegend das rechte Bein. Da gab es kein Tanzen oder Ausgehen, nichts, gar nichts. Mit 19 Jahren. Die Jugend war hin. Ich bin mit 17 Jahren aus der DDR geflüchtet nach Hamburg, um da meine Ausbildung zu machen. Und da konnte ich erst 5 Jahre später meine Mutter wiedersehen, und zwar in Berlin, getroffen, Ost-Berlin. Und als nun der 17. Juni 61 war, dachte ich, jetzt kommst du überhaupt nicht mehr nach Hause. Jetzt musst du hier bleiben, solange das eben geht. Ja, ich wusste ja, wie es war. Als ich geflüchtet war, gab es ja sowas noch nicht. Da bin ich ja noch so durch Osterwiek-Fienburg im Harz in den Westen gekommen. Aber jetzt dachte ich, jetzt ist alles aus. Jetzt kann überhaupt keiner mehr kommen. Jetzt sperren die das. Das wird ein großes Gefängnis für 17 Millionen Leute, die dort drüben wohnen. Die haben keine Chance mehr, wenn sie nicht erschossen werden wollten. Und davon haben sie ja auch genug umgelegt. Und die waren alle jünger als 25 Jahre, der größte Teil. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind waffenlos geflüchtet und wurden hinten in den Rücken geschossen. Und 1000 Leute haben so ihr Leben verloren. Nur weil sie die Freiheit wollten. Deutschland geteilt war natürlich, ich habe da nicht viel mitbekommen. Ich war noch jung, ich war noch klein, ich war noch nicht volljährig. Aber ich fand es schon traurig. Ne? Wir sind vereint, wir sind, so ist es natürlich viel besser, denke ich. Oder? Meint ihr nicht? Doch, ne? Siehst du? Ich habe eigentlich später etwas erfahren. Das eine ist natürlich, dass nicht nur meine Eltern in Berlin wohnten und ich in West, sondern mein Onkel in Ost-Berlin war und sehr bewusst als überzeugter Marxist und Sozialist gesagt hat, es gab ja vorher Warnungen, dass so etwas passieren könnte. Und da hat er sehr überzeugt gesagt, nein, nein, ich bleibe dort, wo ich bin und will dort auch bleiben, weil hier erfüllt sich mein Leben. Also so habe ich mir einen Staat immer vorgestellt. Der war dann später sehr enttäuscht. Auf jeden Fall war für uns als Westberliner die Sache so, dass wir ja praktisch jetzt dem Moment auf einer Insel gewohnt haben und nicht mehr raus konnten, so wie wir wollten. So eine Stadt, ja, das ist doch nicht Hannover. Hannover sind 2 Stadtbezirke von Berlin. Ja, und der Westteil hatte mal eben 11. Also man muss sich das vorstellen, wie fühlt man sich denn da eingesperrt? Das ist hier irgendwie Celle bis Hildesheim. Ja.
ich habe mich natürlich gefreut. Ich saß vor dem Fernsehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich saß vor dem Fernsehen und habe das im Fernsehen live erlebt, wie die Leute sich gefreut haben, wie die über die Mauer gesprungen sind. Also das war schon Dynamik. Man hat es ja schon vorauskommen sehen eigentlich. Ne? Angefangen hat es ja damit, dass die Botschaften aufgemacht haben für die Leute und als die Mauer gefallen ist. Und ich sage, da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Ich hatte in der Zeit, anders als die Politiker, die immer von Wiedervereinigungen gesprochen haben, ich persönlich muss sagen, habe in dieser Zeit nicht daran geglaubt. Das war sowas, die Mauer war da und das war fest und das war Gesetz. Und ich habe es damals auch immer wirklich für weltfremd gehalten, über Wiedervereinigung zu sprechen. Und da hieß es dann auf einmal, mitten beim Essen in Berlin ist die Mauer gefallen. Und alles war da, das Lokal war voll. Und in dem Moment sind mir praktisch die Gabel und das Messer aus der Hand gefallen, weil ich, von uns Westberliner hat ja niemand mehr geglaubt, dass es überhaupt noch mal so weit kommt, dass die Grenze fallen würde. Und das war eigentlich der schönste Tag da, denn ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch in Westberlin gewohnt und das war für uns also wie ein Sechser im Lotto. Das kam dann überraschend an dem Abend, als der Günter Schabowski versehentlich die Grenze aufgemacht hat. Gefühlt, ja, es war Erleichterung, man hat sich gefreut. Ich habe geheult. Das war also allein das zu sehen, wie die Leute, die das kaum glauben konnten, die nachts in Berlin da an die Grenze gingen und die Polizisten wussten noch gar nicht, weil die das nicht gehört hatten, was der gesagt hatte in seiner Pressekonferenz, wie die erfreut waren und wie die in Tränen ausbrachen, aus dem Gefängnis auf einmal rauslaufen zu können und keiner tat ihnen mehr was. Ich fand das unheimlich gut, ne? Sehr ergreifend. Aber die ersten aus der DDR, die kamen ja schon rübergefahren. Und was ich noch so erlebt habe, ist, dass man sich so gegenseitig beäugt hat. Und zwar von Auto zu Auto. Also man ist dann auf der Autobahn gefahren, beispielsweise von Bremen nach Hannover. Und dann hat man da vorne so einen Wartburg gesehen und hat mir erstmal Gas gegeben, hat da reingeguckt. Und die haben bei uns reingeguckt. Und das war so ein gegenseitiges Beobachten und Abtasten. Was sind das eigentlich für welche? Nachts habe ich noch ganz viel mit Berliner Freunden telefoniert. Und die haben erzählt, es wäre der Hammer. Also, sie wären alle irgendwie an der Mauer gewesen und das könnte man sich nicht vorstellen, dass die Leute da jetzt auch anfangen, diese Mauer irgendwie einzubrechen und man kann einfach. Und noch Wochen vorher ist gerade einer erschossen worden. Also, das geht doch gar nicht. Also, unbegreifliche Dinge. Und da war natürlich total Trubel und ganz viel los und unglaublich viele Autos und ja, die ganzen Trabis dann in Braunschweig war natürlich auch irgendwie eine witzige Sache irgendwie, ne? Vorher hat man keine Trabis gesehen, eigentlich nie. Es war ja November der Mauerfall und dann war relativ schnell, 2-3 Wochen später, war Weihnachtsmarkt in Braunschweig. Und dann haben die ganzen Kinder, die dann aus der DDR kamen, haben dann halt Freifahrten für die Karussells gekriegt und so weiter. Das war irgendwie ganz lustig. Mit der Mauer verbinde ich ein Unrechtssystem, was also wahnsinnig Druck ausgeübt hat. Mein Leben. Weil es hat ja geprägt. Mit dem Mauerfall oder Mauer verbinde ich, dass ein großes Gefängnis, das 40 Jahre bestand, endlich niedergerissen wurde. Und zwar von den eigenen Leuten. Dass etwas passieren kann, woran man vorher nie geglaubt hatte. Und mit der Mauer verbinde ich einen großen Teil der Geschichte Deutschlands. Ich finde es unglaublich, dass es sowas gegeben hat und dass das eigentlich noch gar nicht so furchtbar lange her ist. Somit habe ich auch noch keine Sekunde bereut, dass ich diesen Sprung aus dem dreistöckigen Haus geschafft habe. Mit der Mauer verbinde ich halt die Fröhlichkeit, dass wir vereinigt sind und die Mauer nicht mehr da ist. Das bleibt immer Geschichte. Das ist ja nicht so, dass das irgendwann mal unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Mit der Mauer verbinde ich Unmenschlichkeit, willkürliche Trennung. Das sind so Sachen, wenn man das jemand heute erzählt, ihr wisst es ja wahrscheinlich selber auch, wenn die Alten sagen, ihr habt das gut und wie ist es uns früher gegangen? Vielleicht kommt es auch nie wieder.
Hoffen wir es nicht.